Ich begrüße euch, meine lieben Zuschauer und Zuschauerinnen, zu einem weiteren Liebesorakel. Ja, das machen wir jetzt. Ein Liebesorakel und wir schauen einfach heute mal, was so ansteht, ne? Allgemeine Legung. Ich mache mal eben schnell noch meine Kerze hier an. Allgemeine Legung und einfach mal schauen, wie bei dir so die Resonanz ist, ne? Nicht traurig sein, wenn es mal nicht so resoniert, mein Lieblingswort. Denn dann bist du halt nächste Mal wieder dabei, ne? An der Stelle würde ich sagen, abonniere doch am besten meinen Kanal, dann verpasst du auch kein weiteres Video mehr. So, aber jetzt fangen wir an und schauen einfach mal, was ist jetzt gerade wichtig für dich, ne? Was will gezeigt werden in Sachen Liebe, in deiner Liebessituation? Und das schauen wir uns jetzt an. Vielleicht kommt hier mal einfach eine Botschaft, irgendeine wichtige Nachricht, irgendein Highlight. Wäre doch auch ganz nett. Und das gucken wir jetzt. So, wir machen es heute kurz und knackig, weil es schon ein bisschen spät ist. Und ich will euch das Video auch nicht ganz so spät rausschicken. Na, bis das hochgeladen ist und das Ganze, das dauert ja auch immer noch. Und darum gucken wir... Oh, ein Trennungstermin steht an, würde ich sagen. Oder eine Trennung steht an. Eine Entfernung voneinander. Der Park steht auch immer entweder für einen festen Termin, für etwas, was schon absehbar ist, etwas, was offen öffentlich gemacht wird. Und hier liegt die Schwere auf dem Festen. Also ich würde sagen, wir haben hier eine Geschichte, eine Dreiecksgeschichte. In irgendeiner Weise ist noch irgendeine weibliche Person involviert. Obwohl es auch geschlechtermäßig jetzt nicht das Wichtigste ist. Hier geht es um die Situation, wenn du jetzt ein Mann bist, dann und da ist eine Botschaft oder so. Oder da ist für dich was, wo du eine Resonanz spürst. Das kann genauso sein, ne? Oder wie auch immer. So. Ich will mal eben hier weiter erzählen. Also es handelt sich hier um eine Dreiecksgeschichte. Das heißt, irgendwie steckt da noch eine Frau mit drin, ob das jetzt familiär, partnerschaftlich, aber es steht die Trennung an, die Entfernung voneinander. Wahrscheinlich hat sich das schon langsam alles angebahnt und jetzt kommt so der letzte Schritt. Was wir nämlich hier haben, hier hat man gemeinsam... was aufgebaut. Hier verbindet ein was Materielles, Gemeinsames, ne? Und das kann ja nun mal genauso auch familiär sein. Und genau das wird jetzt nämlich zur Belastung. Moment, ich friere mal, ich muss mir eben was überziehen hier. Und das wird jetzt hier zur Belastung, denn dieses Feste, da drückt es eben drauf, ne? Ich will nicht sagen, dass das Ganze jetzt schwubbeliwupp ganz schnell über die Bühne geht, weil irgendwas, es bewegt sich, aber irgendwas zieht sich hier noch, ne? Am Ende haben wir hier aber den Klee liegen und wir gucken mal, wie es hier weitergeht. Am Ende haben wir hier aber den Klee liegen und das heißt, so Frühling, den Frühling über, passiert da ganz viel, ne? Einfach wird es aber nicht, eben weil hier auch noch die Schwere liegt, aber da stehen getrennte Wege an. Was hier so ein bisschen, und guck, da ist auch über was aus dem Gleichgewicht. Und ich will mal so sagen, diese Trennung hier oder diese Entfernung, diese Verbindung, die gelöst wird sozusagen, die ist... Kann sein, dass da vorher schon stattgefunden hat eigentlich. Also, dass das gar nicht mehr so alles schon am Bröckeln war und so. Aber jetzt wird es eben konkret hier mit dem Park, ne? Das Ganze gibt noch hier, kleines Drama liegt da noch. Oder aber ein kleines, was sich zum größeren Drama oder einem mittelschweren Drama entwickeln kann. Ihr schaut da beide rein in diese Geschichte. Das heißt, du wirst da irgendwie so ein bisschen ein Stück weit mit reingezogen. Da kommt so ein überraschender, ach, jetzt komme ich hier noch an die Kamera, Entschuldigung. Da kommt so ein überraschender Konfliktstreit, also wirklich sehr plötzlich, wir haben hier die Sense, ne? Also das ist sowas, was einschneidend ist, ne? Ja, bisschen Aufregung, ohne dem geht's nicht. Ich weiß nicht, inwieweit du damit reingezogen wirst, wir wollen mal gucken.
ob wir da noch irgendwas rauskriegen können. Schauen wir mal. Denn du liegst, ihr liegt beide so unmittelbar um dieses Drama herum, ne? Also, ja, das ist etwas, was sich entwickelt. Also erst sieht das Ganze noch gar nicht danach aus, ne? Das ist etwas, was sich entwickelt. Hier geht es auseinander, also etwas, eine Verbindung hier, wie ich sagte, die entfernen sich voneinander. Dann geht es aber erst, das kleine Drama oder Konflikte, die hier anstehen, die gehen aber auch erst los, wenn das hier um diese materiellen Dinge, um das Gefestigte, was man hatte, um irgendeine Form von Verbindung, Vertraglichkeit, Abmachung oder sonstiges, ne? Denn wir haben hier den Ring liegen. Dann geht der Kummer oder der Ärger erst los. Also, das ist nicht so schnell, aber dann sehr plötzlich, dann sehr plötzlich, dass dieser Konflikt auch an dich herangetragen wird, ne? Ja, toll, jetzt ist mein Kopfhörer ausgegangen, wunderbar. Egal, ich hoffe mal, ihr hört mich auch so ganz gut weiter. So, was wir hier haben zwischen euch, also der Hund steht ja immer für so eine sehr loyale Verbindung, aber das scheint manchmal, bist du dir nicht sicher oder nicht richtig klar, wie loyal ist die Verbindung jetzt wirklich? Was ist das genau? Also da scheint bei dir manchmal so eine Unsicherheit zu sein, ne? Ach, was konkret ist auf jeden Fall, ist, dass es hier eine Trennung geben wird. So, wir wollen mal noch mal gucken, was wir hier noch so sehen. Warte. Moment. Dann gucken wir mal, was sich hier noch zeigt. Ja, Orakelchen. Was haben wir denn hier noch Schönes zu sagen? So, dann haben wir einmal. So, da haben wir dich. Also du in dem Fall bist die Herzensdame, ne? Und das Gebäude. Hier geht es darum, etwas, was noch sehr. Es ist zwar ein festes Gebäude da, also etwas, was steht. Guck, das ist das, was stehen geblieben ist. Aber es muss noch erneuert werden, mit Liebe bearbeitet werden. Also hier ist etwas, was noch nicht so 100% fest und Struktur hat und so weiter, aber das da, es ist was da, wo man wirklich drauf aufbauen kann. Ich hoffe, du verstehst das. Ich hoffe, du verstehst das. Ich würde mich übrigens auch über einen Daumen nach oben freuen, ne? Nicht zu vergessen. Vergesst mich nicht. Ich ziehe euch noch einen inneren Buddha, meine Lieben. So, was haben wir denn hier Schönes? Wir sind eine Einheit und alle untrennbar miteinander verbunden. Gib immer dein Bestes, ohne nach Gewinn oder Verlust zu streben. Alles, was du aussendest, kehrt irgendwann zu dir zurück. Ach, Wunderbärchen, meine Lieben. So, kurz und knackig heute, das ist so die Botschaft für heute. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder in alter Frische. Gehabt euch wohl, meine Lieben. Tschüss.